Willkommen zurück, Freunde. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ihr habt es gelesen. 10 Beastmode-Düfte für den Herbst möchte ich euch heute vorstellen. Ist für viele wichtig, ist auch für mich wichtig und warum auch nicht. Deswegen 10 Beastmode-Düfte und für alle Neuen, mein Name ist Dennis, a.k.a. Fragrance Doc aus Hamburg. Yes, also, da wollen wir mal Gas geben. Ja, und der erste, der sich in diese Reihe einreihen kann, ist der Vanilla Powder von Matière Première. Der ganz neue Matière Première. Und wer mal eine ganz andere Vanille haben möchte, sollte sich diesen Duft unter den Riechkolben führen. Richtig nice Vanille. Umso öfter ich ihn trage und rieche, umso mehr gefällt er mir. Beast Mode wirklich über 10 Stunden. Auf den Klamotten noch 2-3 Tage und ihr habt eine schöne, also wirklich Vanillepuder und dazu etwas Holz im Background. Mehr braucht ihr eigentlich gar nicht wissen über diesen Duft. Und es ist einfach eine ganz andere Vanille. Es ist jetzt schwer, eine andere Vanille vorzustellen, wie ich eigentlich sonst Vanille kenne. Ihr kennt ja so die typischen Vanilledüfte, aber hier, wenn ihr ihn riecht, werdet ihr einfach sagen, ja, es ist cremig, es ist... Ja, es ist einfach Puder. Es ist einfach eine Pudervanille. So, es passt einfach. Und wie gesagt, sehr schöner Duft, geiler Flakon. Ich finde diese Flakons absolut nice. Oh, und überhaupt, der liegt so gut in der Luft und der ist wirklich stark und richtig schönes Vanillepuder für 10 Stunden, vielleicht 11, 12 auch. Aber auf jeden Fall auf den Klamotten hält der einfach Tage. Ja, Matière Première Vanilla Powder. Ja, der nächste ist von Marc Gebauer und ist der Arabian King. Ja, der Arabian King ist für mich ein Duft. Oud, Rose, aber alles entspannt, aber trotzdem stark. Mehr Rose als Oud und ja, das ist auch gut. Und oh, ja, ihr kennt Marks Düfte, die hauen einfach rein und er ist einfach im Herbst unschlagbar. Über 10, 11, 12, 13 Stunden und auf den Klamotten 2-3 Wochen. Wirklich, der ist bombastisch auf den Klamotten. Und hier ist sehr viel Ölanteil, ihr müsst natürlich aufpassen. Aber ja, ich hatte jetzt noch nicht, dass ich irgendwas abgesetzt hat. Sehr geiler Duft und cooler Flakon mit Blattgold. Veredelt und ja, gefällt mir immer noch und warum, ja, passt einfach perfekt in Herbst. Ich habe ihn aber auch mal im Sommer getragen, auch dort geht er, aber das ist jetzt nicht das Thema, es geht um Herbstdüfte, um Beast Mode und da gehört einfach Marc Gebauer, gehört immer in die Beast Mode Düfte und ja, hier haben wir den Arabian King, sehr, sehr nice. So, als nächstes haben wir einen Duft, den gibt es nicht mehr. Trotzdem stelle ich ihn vor, weil es mir egal, weil ich trage ihn hier. Ich habe ihn noch und wenn ihr ihn, also ein guter Kumpel von mir, besser mein Administrator, der hat ihn letztens auch noch erworben und bekommen voll. Also das geht noch, müsst ihr ein bisschen mehr hinlegen, ihr seht hier schon. Das ist der One Million, aber der Absolutely Gold. Für mich der Beste aus der Reihe und ja, das ist... Das ist einfach One Million, die Erstauflage, nur verfeinert. Also die richtige Erstauflage kennt ihr, das war einfach monströs stark und süß. Hier habt ihr das aber, dieses Verfeinerte, richtig gut gemacht. Hier habt ihr nämlich Zimt, Iris und Oud noch am Start. Und ja, das hält so seine 10, 11, 12, 13 Stunden auf den Klamotten, auch hier paar Tage. Und ja, wenn ihr diesen Absolutely Gold noch bekommen könnt, dann solltet ihr zuschlagen. Ist nicht zu vergleichen mit den, wie heißt der neue, den habe ich auch, Golden Oud. Nein, ist überhaupt nicht zu vergleichen. Der geht einfach mehr wirklich in die One Million. Der Golden Oud geht wirklich weg von diesen typischen One Million. Und ja, Absolutely Gold. Schöne Mandarine, Iris, Oud. Und so weiter. Richtig. Ist für mich bleibt es einfach der beste Flanker. Ich glaube auch nicht, dass der, also auch besser als, wie gesagt, die Erstauflage. Ich glaube auch nicht, dass der jemals geschlagen wird. Jetzt noch, glaube ich einfach nicht. Der nächste ist ja von Surchoff und Chemi heißt er. Ja, Chemi ist für mich ein geiler Duft. Karamell, Oud, Zibet. Das heißt animalisch süß. Oh, aber ich...
Ich weiß, ich liebe ihn. Wenn, ja, die ersten 5 Minuten sind für viele Leute, für mich nicht, anstrengend. Habt ihr auch Kuhstall, wie ihr immer so schön sagt, animalisch eben. Aber nach 5 Minuten wird der karamellartig süß, ist auch Karamell drin. Und dann das Oud in Background hält 11, 12 Stunden und auf den Klamotten, wie gesagt, Tage. Und ja, gefällt mir richtig gut. Ihr müsst eigentlich gar nicht mehr wissen, es ist einfach Oud Karamell Zwiebelt. Das heißt animalisch süß. Punkt. So, das ist Kemi und ihr solltet ihnen eine Chance geben. Nicht sofort sagen, das ist nichts. Auf der Haut warten. Natürlich kann das auch sein, dass es wirklich nicht für jemanden, das ist wirklich kein Duft für jedermann, aber er ist geil. Denn die Süße zuschlägt und wenn das Oud sich ein bisschen zurückzieht, aber immer noch da bleibt, dann ist das wirklich ein geiler Duft. Yes, Kemi Search Off. Als nächstes kommt ein Meisterwerk von Chanel und zwar Le Leon von Chanel. Ja, das ist für mich ein Meisterwerk. Warum? Es ist der männliche Chalimar. Und für mich ist Chalimar für die Frau, ich habe den auch, ich trage ihn auch gern, grundsätzlich ein Meisterwerk. Und wenn ihr Chalimar kennt, für mich die beste Vanille. Hier habt ihr noch was leicht Rauchiges. Ne? Chalimar in männlich, stark, maskulin, rauchig. Wow. Mehr müsst ihr eigentlich gar nicht finden. Er kommt grundsätzlich über die Vanille, ja. Tiefe Vanille, dann dieses Rauchige ist einfach bombastisch gut. Bergamotte, Zitrone ist alles dabei, aber die schöne Vanille, dieses leicht trockene Vanille und auch ein Duft, der, wenn ihr zum Beispiel in Afrika Urlaub macht, würde der auch perfekt passen auf der Hardy Krüger Lodge. Wow, wer Hatari kennt, weiß, von was ich rede. Und dann diesen Duft funktioniert auch wunderbar. Da gibt es natürlich auch andere Düfte, aber es geht um diesen Duft. Übrigens hier wirklich 12 Stunden. Übrigens alle, das habe ich jetzt nicht erwähnt, die Ziage ist von jedem stark. Wenn ihr in einen Raum reinkommt, sagt ihr, hallo, hier bin ich. Bevor, glaube ich, die Leute euch sehen. Und auch hier und auf Klamotten, auch hier über eine Woche absolut stark. Für mich der Also einer der besten Chanel überhaupt. Wow, Le Leon. Als nächstes haben wir den Camra, den werde ich jetzt einblenden. Den habe ich nicht hier. Ich bin nämlich auf Sylt aktuell. Und ja, das ist ein Duft, der süß ist. Datteln, Vanille, Zimt. Wow, hält ewig, bei mir jedenfalls. Das ist immer wirklich verschieden bei dem Duft. Ich habe ihn aber reingenommen, weil der Duft einfach stark ist. Und er hält auf den Klamotten auch lange. Es ist ein Verwandter, sage ich, von Angel Chair, weil er hat den Cognac. Der Cognac ist nicht dabei, macht aber nicht, weil der Camra ist so wie der Angel Chair in Drydown ist, ist der Camra gleich von Anfang an. Das ist nice. Also ich finde es persönlich nice, gefällt mir. Warum auch nicht? So kann man das machen und kostet nicht viel. Inzwischen geht er aber höher. Aber ja, ich habe ihn nicht mitgenommen. Ist aber ein geiler Duft. Grundsätzlich auch ein Winterduft. Aber ich finde auch, dass er ein Herbst passt, weil Herbst kann auch kalt sein, regnerisch. Und dann hüllt einen richtig schön ein. Er wird weich wie eine schöne Decke. Und ja, was soll ich dazu sagen? Camra ist absolut am Start. Wie gesagt, ist stark, hält lange und muss einfach in die Top 10 hier der Herbstdüfte, was Beast Mode angeht. Dann kommen wir zu einem Signaturduft von mir und zwar Dior, das Dior Homme Parfüm. Habe ich auch nicht mit, werde ich einblenden. Das ist ein Duft, also grundsätzlich hält der schon mal 15, 16 Stunden und der ist so auf den Klamotten monatelang, der ist stark, das ist Leder, das ist pudrig, das ist Rose. Rose wirklich nur im Background, wenn ihr keine Rose mögt, egal, diesen Duft mögt ihr. Ich kenne keinen Menschen, der diesen Duft nicht mag. Das ist ein Meisterwerk im Designerbereich. Ich will eigentlich so weit gehen. Es gibt natürlich viele, aber ich finde, wir haben ja gerade gesehen, ich weiß nicht, der Le Leon gehört, glaube ich, zwar zu der teuren Reihe. Ist das jetzt für Chanel Nische? Im Endeffekt ja nicht, sondern auch Designer ist natürlich auch ein absolutes Meisterwerk, aber ich gehe so weit für mich persönlich ist, ich habe auch ein Einzelvideo vor kurzem erst gemacht, es ist das absolute Meisterwerk im Designerbereich.
Punkt. Er wurde grundsätzlich, glaube ich, nicht reformuliert. Es soll keinen großen Unterschied geben. Der Flakon sieht jetzt anders aus. Sind ja 100 ml. Ich habe noch 75, glaube ich. Egal. Ich bin immer sprachlos, wenn ich den aufsprühe. Und Leute, ich kenne nur die Geschichte, wo ich zum Chinesen reingegangen bin ins Restaurant. Die haben mich angeguckt. Man darf nicht so viel sprühen. Und ich kenne natürlich der Arbeit und der hat gesagt, du riechst gut, gleich von Weitem, 20 Meter. Also ich habe mich vorher noch ein bisschen unterhalten. Also der Duft steht im Raum. Also für mich, oder das Intens ist nichts dagegen, das Intens ist geil. Aber das Parfüm ist absoluter Burner. So, als nächstes, ja, da werden sich einige wieder wundern, aber das ist einfach so. Es war Oud 31 von Kai Porten. Ich habe ja schon in meinem großen Review zu diesem Duft erwähnt, man muss erstmal Oud-Düfte mögen, man muss dieses animalische Kuhstall, wie ihr sagt, mögen und der ist extrem stark. Wie gesagt, zwei Sprüher, ihr füllt einen Raum, ihr habt da 14 Stunden, 15 Stunden was von auf den Klamotten tagelang und dieser Duft, man kann ja jetzt sagen oder ihr könnt sagen, was ihr wollt oder wer auch immer, aber dieser Duft ist, es geht ja um diesen Duft und der ist absolut nice und fein. Das ist einfach gut gemacht. So, er ist natürlich auch klar, wir kennen den Parfümier von Sergio auf Carbonell gemacht. Ich erwarte da meistens immer gute Sachen und nichts Schlechtes. Und ja, dieser Duft ist Rose, Oud, merkt ihr. Animalisch ein bisschen, für mich ein bisschen, für natürlich, wenn ihr gleich mit diesem Duft anfangt, was Oud angeht, dann ist das für euch, das ist ein Einschlag, das ist klar, ne? Aber ja, ich kann nichts anderes sagen, dass dieser Duft einfach, ich mache ja Oud-Düfte und diese Süße, die er auch noch hat, dieses gut abgestimmt Feine, das habe ich auch in dem Video gesagt und das ist Real Talk und nichts anderes, ich habe davon nichts, es ist einfach ein geiler Duft, den ich gern trage und ich habe ihn mit und daran sieht man das schon, es ist ein geiler Duft, was soll ich anders sagen? Ja, ihr wollt, vielleicht einige wollen das hören, kann ich aber nicht sagen. Oud 31 ist ein geiler Oud-Duft. Und das andere, was viele sagen können oder dagegen, ist einfach natürlich dieses Animalische, für euch Kuhstall. Aber alles andere kann man gegen diesen Duft nicht sagen. Einfach gut abgestimmt, perfekt, Hypergeist-Siage 1A. So, dann kommen wir zu einem Duft, und zwar Herber Oud von Sospiro. Und das ist einfach ein geiler Oud. Duft, der fruchtig ist, saustark ist, eine extreme, schöne Fruchtigkeit beinhaltet, mit Oud im Background, aber das Oud nehmt ihr grundsätzlich wahr, hier in Samt, ist neu von Sospiro, gefällt mir äußerlich gut, hat Ähnlichkeiten zu Argento, Purple Argento. Und ich finde aber hier nochmal, der Purple Argento ist nice, den habe ich, kostet viel Geld, ist aber ein geiler Duft. Hier habt ihr, wenn ihr ein bisschen mehr Oud haben wollt, ein bisschen mehr Fruchtigkeit auch, dann ist der hier gut, der Herber Oud, mir gefällt er. Und ja, ist aber jetzt nicht unbedingt ein Austausch, so ein Purple Argento, das nicht. Ist einfach anders, aber weiß nicht, wie viele Leute den Purple Argento haben oder kennen. Viele benutzen ja den Argento. Ja, wie gesagt, aber auch hier ist das Oud schon da. Ihr merkt das, ne? Also für Leute wieder, die mit Oud nicht so in Berührung kommen oder das nicht mögen, ist dieser Duft auch nichts, sage ich mal so. Aber ihr habt schon eine schöne Fruchtigkeit und ja, das ist der Punkt. Und ja, gefällt mir. Haltbarkeit liegt auch so bei 10, 11 Stunden auf den Klamotten länger, obwohl nicht so lange wie die anderen, aber er ist da. Und ja, Herber Oud ist schon ein sehr nicer Duft. So, und zu guter Letzt kommt der Alexandria Orientale. Ja, ich habe den Orientale genommen, weil ihr habt den Luxus hier wie Alexandria, und wer Alexandria kennt, weiß, von was ich rede. Das ist ein Meisterwerk im Nischenbereich. Und ihr wisst ja nochmal, für die Leute, die das mich nicht begreifen, Search of ist einer meiner Lieblingsbrands und wird es auch immer bleiben. Und da brauche ich auch nicht irgendwie, was weiß ich, was planen. Nein, das ist einfach so. Und ich freue mich schon auf den Alexandria 1. Der kommt zurück. Das ist Priorität für mich. Der soll dieses Jahr eventuell noch kommen, keine Ahnung, oder auch nächstes Jahr. Und ja, Alexandria Orientale. Es gibt noch Imperiale, glaube ich, oder wie der heißt.
Den will ich ja auch gern haben. Leider in Mailand nur zu bekommen und in London leider nichts mit Verschickung nach Germany. Leider. Aber hier haben wir den Oriental. Ich werde den Imperial auch noch irgendwann bekommen. Aber das ist hier genial. Wie gesagt, ihr habt hier in Oriental einfach Oud drin. Richtiges, schönes, geiles Oud. Und dann die Luxus oder das Luxus oder den Luxusduft, wie gesagt, Alexandria plus Oud. Also orientalisch eben. So, man muss orientalisch wieder mögen. Man muss Oud mögen. Wir kommen immer wieder zu. Ihr merkt, es gibt oder es sind viele Düfte mit Oud hier. Klar, das Oud hält einfach ewig. Natürlich auch animalisch hält auch ewig. Hier habt ihr, finde ich, diese animalische Note oder nochmal, so wie ihr es nennt, Kuhstall. Wenig in meinen Augen, aber schon da, aber geht schnell weg. Für die Leute, also ne, die jetzt das noch nicht so viel inhaliert haben, so wie ich. Aber der Luxus bleibt, dieser Orientale ist genial und absolut stark. Absolut starker Duft und absolut genial. Ja, Alexandria Orientale. Yes. Die stelle ich mal hier hin. Das war's. Das waren meine 10 Beastmut. Düfte wollte ich schon sagen, nein, Bismut Herbstdüfte 2023. Schreibt mal unter, was habt ihr so? Es gibt natürlich gleich vorweg mehr, aber ich habe die jetzt ausgewählt. Natürlich gibt es mehr und ja, schreibt mal unter, was ihr davon haltet und welche ihr so habt. Vielleicht habt ihr auch welche davon. Was haltet ihr von One Million Absolutely Gold? Und ja, schreibt mal unter und dann sehen wir uns bald wieder. Also Leute, reinhauen.